Frau Walker, bitte ganz kurz. Ich bin ganz kurz. Ich bedanke mich, dass ich heute bei Ihnen sein kann. Normalerweise bringt man ja Geld mit. Nein, man bringt Geld nicht mit aus der Schweiz. Normalerweise sind wir froh, wenn Sie das Geld in die Schweiz bringen. Deshalb habe ich auch hier kein Geld dabei, sondern Schokolade für viele Familien, für Familien mit mehr als 3 Kindern. Ich werde das dann am Ende noch schnell rundgeben. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich, heute bei Ihnen zu sein, denn Eltern werden nicht nur in Deutschland, sondern auch in der Schweiz allmählich entmündigt. Elternrechte werden ausgehebelt und durch Kinderrechte ersetzt. Deshalb haben wir in der Schweiz nicht geschlafen, sondern ebenfalls 110.000 Unterschriften für eine eidgenössische Volksinitiative gesammelt. Ja. 2016 wird das schweizerische Volk darüber abstimmen können, ob obligatorische Sexualerziehung ab 4 Jahren möglich ist oder nicht in den Schulen. Bravo. So, ich werde die Rede etwas kürzen, weil ich gerade angehalten wurde, etwas Druck zu machen. Und deshalb werde ich jetzt einfach hier weiter fortfahren. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Familie besteht auch in der Schweiz aus Vater, Mutter und Kind. Dies ist nach wie vor die nachhaltigste Form der Gesellschaft. So liegt uns Eltern daran, unsere Kinder nicht für irgendwelche staatlichen Experimente zu opfern. Denn, meine Damen und Herren, wir sind nicht expertengläubig, wir benutzen sehr gern unseren eigenen gesunden Menschenverstand. Aus diesem Grunde brauchen wir auch keine Nachhilfestunden von Leuten, die uns ihr Weltbild aufnötigen möchten. Nein, meine Damen und Herren, wir stehen für Freiheit und wir stehen für echte Demokratie. Vielleicht ein Grund für Deutschland, der Schweiz beizutreten. Lieber heute als morgen, denn wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Meine Damen und Herren, wir sind nicht zu spät, weil wir eben nicht von gestern sind, sondern von heute. Und uns für das Morgen unserer Kinder einsetzen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Walker aus der Schweiz. Die Frau Walker ist die Co-Präsidentin der Schweizer Volksinitiative Ja zum Schutz vor Sexualisierung in Kindergarten und Primarschulen. Ganz toll.